Willkommen bei unserer Tour in dem alten Schieferbergwerk Blaues Glück. Geschichtlich interessant ist natürlich, dass hier eine Untertageverlagerung mit dem Decknamen Lanzettfisch entstehen sollte. Die Brunwerke aus Schalkau sollten hier Kleingetriebe fertigen. Wir beginnen unsere Befahrung auf der Sohle 1, auf 503 Meter. So, hinter mir sieht man einen Schacht, der fast senkrecht nach oben führt. Von dem kann ich euch von außen mal ein Bild zeigen, das haben wir relativ am Anfang gefunden. Für die Untertageverlagerung war hier eine Fläche von 2500 Quadratmetern geplant. Hinter mir öffnet sich scheinbar eine riesige Abbauhalle, die von oben her eingestürzt ist. Die wollen wir nachher noch erkunden, und zwar mit einer Leiter nach unten. Also bleibt dran. Der Abbau von Schiefer wurde bereits 1962 eingestellt. Siehst du da was auf dem Bild? Ja, klar. So, wo ihr jetzt hinschaut, da war früher mal der Ausgang zur Straße hin. Hier hat doch irgendwer sich ein Lagerfeuer gemacht gehabt. Ist auf jeden Fall ein schöner Ort, um zu campen. Und derjenige, der hier immer mal wieder campt, kommt auf jeden Fall auch wieder. Wir haben jetzt mal den anderen Gang genommen und der verläuft hinter alten Abbauhallen. Hier seht ihr den ersten Abzweig, einen Gang, der in einen alten Hohlbau führt, der natürlich völlig verschüttet ist. Dazu zeigen wir euch ein paar Luftaufnahmen von außen. Was sind das, Spinnen oder was ist denn das? Das ist, als wenn da lauter kleinere Füße wären. Siehst du das? Das sind Mücken. Tote. Meinst du? Ja, das sind tote Mücken. Guck mal, wie viele Füße da drin sind. Richtig gruselig. Hier einen weiteren Gang, der in einen Hohlbau führen würde. Die sind aber alle eingestürzt, wie man hier sehen kann. Alles komplett zu. Mit richtig fetten Brocken. Jetzt haben wir einen spektakulären Fund. Hier ist eine Halle mit einem Steg in der Mitte, bei dem es links und rechts nach unten geht. Das messen wir für euch gleich noch genauer. Und wenn ihr richtig schön lieb seid, den Kanal abonniert habt, den Daumen nach oben gedrückt habt, dann verlinke ich euch auch einen Kanal von Leuten, die sich hier abgeseilt haben. So, ich habe jetzt schon einmal nach oben gemessen, das sind 12,7 Meter. So, nach unten geht es nochmal 15 Meter. Man kann ungefähr noch bis unten gucken, wenn man sich Mühe gibt. Ja, guck, ist gar nicht so schwierig. Man kann bis unten gucken, die Luftfeuchtigkeit ist hier heute gar nicht so groß drin. In einem Buch haben wir gelesen, ungefähr eine Luftfeuchte von 60-80% ist relativ hoch, hat sich trotzdem für eine Uferlagerung geeignet gehabt, zumindest damals hat das beauftragte Ministerium dazu so entschieden gehabt. Vom Licht haben wir auf jeden Fall einige Partikel, ja guck hier, da sieht man es doch, einiges an Wassertröpfchen in der Luft. Und hier geht fast senkrecht nach oben.
So ganz möchte ich dem Gestein hier nicht vertrauen, auch wenn es hieß, dass das Gestein relativ fest sein sollte, weil es ja sonst für eine Uferlagerung gar nicht erst in Frage gekommen wäre. Trotzdem sind ja einige Hallen hier eingestürzt, was vielleicht auch daran liegt, dass die Decke von denen nicht allzu dick war. War ja relativ nah an der Fläche, relativ nah an der Oberfläche. Hier am Ende eines verschütteten Ganges haben wir noch eine Öffnung gefunden. Wir müssen uns jetzt hier über dieses Geröll quälen und dann kann man nochmal in eine Halle gucken. Gefährlich, gefährlich. Guckt euch an. So, jetzt sind wir noch in einer riesigen Abbauhalle, die allerdings völlig verbrochen ist. Also von hier kommt man so gar nicht weiter. Also auch bitte nicht nachmachen, das ist totaler Schwachsinn, was wir hier machen eigentlich. Richtig gefährlich. So, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg zu der großen Halle, wo wir uns mit einer Leiter abseilen wollten. Die Halle ist ja komplett eingebrochen, aber da kommt man mit einer Leiter noch runter, auf die untere Ebene. Und das haben wir jetzt vor. Wolfgang bereitet schon die Leiter vor, wie ich sehe. Für eine Vorerkundung wollte Justin auf die Leiter nicht warten und hat das vorhandene Material schon mal genutzt. Tatsächlich, da hinten ist nichts, ist total verbrochen, aber hier unten geht es dann links runter, 45 Grad Winkel und dann nach ungefähr 2 Metern einfach runter. Oh, ja, aber ich sehe die Halle unten und sieht relativ groß aus. So, wir befinden uns jetzt unten in dem Loch, sind mit der Notleiter abgestiegen. Von da oben wurde ich gefilmt und da geht es auf jeden Fall um einiges runter. Deshalb sind wir auch nochmal abgestiegen, weil es da auch noch was zu filmen gibt. An der Stelle würde ich aber sagen, das ist etwas zu gefährlich, um mit der Kamera darunter zu gehen. Deshalb ja, sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt natürlich getrennt gegangen, weil bei dem Haufen hier können wir jederzeit dafür sorgen, dass ein Stein sich löst und runterrollt und auf den anderen drauf. Deshalb ist es auch sehr vernünftig, getrennt zu gehen. Denn der Stein ist so porös, wenn ich die Wand anfasse, habe ich sofort einen Stein in der Hand. Hier direkt am Abstieg, direkt hier unten eine Öffnung. Womöglich Lüftungsschacht, womöglich aber auch, wie heißt das, da wo man den Schutt runterschüttet. Schuttrutsche. Schuttrutsche, oh ja. Mal so nehmen. Da hinten ist jetzt auch noch ein Loch. Haben wir gerade. Hat er gerade gefunden. Versteckt da rein. Also wer hier noch länger steht, brauchen wir Jacke. Ja, ich glaube. Es zieht wie Sau. Dann müssen wir mal runter gucken. Unsere Stiefel liegen wieder mal gut und trocken im Auto. Willst du mal sagen, was du jetzt vorhast? Ich wollte mal meine Waden im Film zeigen. Ach so. Mehr hatte ich nicht vor. Und? Schön? Ja. Geht so. Jedenfalls möchte er jetzt mit seinen Schuhen hinter durch das Wasser, um zu gucken, ob es überhaupt wert ist. Deshalb extra Stiefel zu holen oder... Die Neugier ist einfach größer. Die Neugier ist einfach größer. Na ja, gut. Dann auf geht's. So beginnt die Erkundung der Sohle 2 auf 492 Meter. Eine Ewigkeit später. Er kommt wieder. Thank you.
Viele, viele Minuten später. Da ist er zurück. Und? Ich stand jetzt in einem der Hallen. Ah. Auf dem, also neben dem Stiefel. Also ist es wert, dahinter zu gehen? Ja, nicht schon. Gut. Gehst du so rüber oder wollen wir Stiefel? Ja, ich gehe so rüber. Naja, da ist es schon wert, jetzt ins Wasser zu springen. Wir sind jetzt drin, hinter dem Wasser. Ich bin jetzt auch durch. Und jetzt erkunden wir mal den Rest von dieser Sohle. Eine Flederlaus. Kannst du ja dann nochmal einen Überschnitt machen? Da oben standen wir vorhin. Dazu zeige ich gleich nochmal eine Aufnahme. Da ging es noch viel über die andere. Ja. Interessant. Hier geht es tierisch abwärts. Hat er gesagt, oh, das ist ja wirklich tierisch abwärts. Also unangenehm abwärts zum Runterfallen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Da rechts war der Absatz. Und hier geht's nochmal. Oh shit. Sieht aber so aus, als wäre das mal ein bisschen anders gewesen früher. Ja. Habe ich das Gefühl. Da drüben war auch schon jemand. Das war gut. Die Aufschrift haben wir von oben gesehen. Die siehst du von oben. Bett 44. Echt? Also wenn man sich richtig Mühe gibt, kann man die Aufschrift WET 44 ab und zu im Bild erkennen unten in der Halle. Das war's. Naja, das ist aber für uns jetzt auch ganz interessant, weil das hier müsste dann ja die nächste Halle sein. Die verbrochen ist oben. Die komplett verbrochen ist. Da weißt du ja, wenn wir darauf laufen konnten, auf dem Schutt. Also wir sind da ja rein und wir konnten ja auf den Schutt laufen. Alles dicht. Dann weißt du ja, wie viel da aus der Decke rausgebrochen sein muss. Ja. An Mengen. Also, ja, hier ist Schluss. Wie viele Meter waren das? 15 nach unten? Irgendwas sind die 10 Meter. Ne? Ja, so viel an Schutt ist da runtergekommen und dann, ja, gut. Wird nur mal kalt. Das war's jetzt von unserem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.